Ich misstraute Shura nicht. Ich wusste, er würde nie absichtlich eine Vergangenheit beschönigen, die ihm so viele Furchen in sein weiches Gesicht geschlagen hatte. Ich misstraute der bildreichen Sprache, in der er erzählte, weil ich meiner Muttersprache grundsätzlich misstraute, weil sie so viel besser ist als die Welt, aus der sie kommt, blumiger und bedeutsamer als die Realität je sein könnte. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner Rezension von Außersich von Sascha Mariana Salzmann. Das Buch erschien im Surkamp Verlag diese Woche am 11.09.2017. Es hat 366 Seiten und es kostet 22 Euro. Das Buch erhielt ich über NetGalley als Rezensionsexemplar und wenn ihr auch an den Büchern der Longlist oder jetzt der erst vor kurzem veröffentlichten Shortlist des Deutschen Buchpreises interessiert seid, dann könnt ihr auch mal auf NetGalley vorbeischauen, denn da gibt es einige der Bücher, die auf der Longlist waren und auch jetzt auf der Shortlist sind. Auch Außer sich hat es auf die Shortlist geschafft, worüber ich mich sehr freue, denn dieses Buch war ein absolutes Highlight. Und ich persönlich habe dem Buch 5 Sterne gegeben. Es war wirklich was ganz, ganz Besonderes und es hatte alles, was ich mir in einem Buch wünsche. Und darüber hinaus war es auch noch wirklich was Außergewöhnliches, etwas sehr Kreatives, eine, wie ich fand, neue Herangehensweise an einen Roman, an eine Geschichte, an eine Lebenserzählung. Und ich finde, es hat den Platz auf der Shortlist wirklich verdient. Damit erstmal genug zur Einleitung. Ich möchte noch kurz was zwischenwerfen. Ihr wundert euch vielleicht über die Kulisse hier hinten. Ich organisiere bei mir auf Arbeit nächste Woche einen Blind Date with a Book Bazaar, um Geld zu sammeln, denn wir haben auch ein Büro in Texas und die wurden von dem Wirbelsturm ziemlich heftig getroffen. Es gab einige Überschwemmungen und da sind eben Kollegen dort betroffen, wofür dann wir jetzt auch hier in Krakau Geld sammeln. Und meine Aufgabe ist der Blind Date with a Book Bazaar und ich habe gestern einfach diese Bücher eingepackt und das so Schritt für Schritt Anleitung gemacht, um das dann zu verbreiten auf Arbeit, um so einen Eindruck zu geben, wie das nächste Woche sein wird. Und ich habe die einfach hier aufgebaut, um ein schönes Foto davon zu machen und dachte jetzt, dass auch Bücher sind, muss ich das für das Video jetzt nicht erst umräumen. Deswegen, ich hoffe, es stört euch nicht, dass jetzt hier im Hintergrund Geschenke liegen. Jetzt aber wieder zurück zum Buch. Ich möchte euch kurz ein wenig erzählen, worum es geht. Ich möchte nicht allzu viel sagen, denn das Buch lebt auch von ein bisschen eine Verwirrung, das es beim Leser hervorruft. Deswegen möchte ich nicht allzu viel zum Inhalt sagen. Es geht aber um ganz, ganz viel in dem Buch. Also es hat 366 Seiten und es ist so viel reingepackt. Es geht darum, dass die Autorin mit verschiedenen Konzepten spielt. Es geht hauptsächlich um Identität, um Geschlecht, wie Geschlecht und Identität zusammenhängen. Es geht um Migration, es geht um Herkunft. Ihr habt es vielleicht auch schon am Eingangszitat gehört. Die Erzählerin in diesem Buch hat eine andere Muttersprache, also ist zweisprachig auch aufgewachsen. Ihre Muttersprache ist das Russische. Was ich auch wunderschön an diesem Buch fand, war, dass immer mal wieder russische Einsprengsel mit benutzt wurden, die wurden einfach so mit in den Text eingewoben und aber zugleich auch erklärt. Also selbst wenn ihr kyrillische Buchstaben nicht lesen könnt und Russisch auch nicht versteht, dann ist das kein Problem, ihr bekommt trotzdem die Erklärung davon. Ich fand es aber auch einfach ganz, ganz toll, denn ich kann so halbwegs Russisch und für mich war es wirklich schön, das in dem Buch so natürlich eingeflochten zu sehen. Das Einzige, was mich ein wenig störte hieran, war, dass wenn dann russische Namen ins Deutsche übernommen wurden, wurde hier eine ganz, wie ich fand, ungewöhnliche Art der Transliteration benutzt. Also die kyrillischen Buchstaben wurden dann anders umschrieben, als ich das gewohnt war. Zum Beispiel Katja Katjuscha. Da wird dann dieses Ja oder dieses Ju bei uns als Umlaut dargestellt, sodass es dann Katjuscha eigentlich geschrieben wird, aber es heißt eigentlich Katjuscha und wir haben die Möglichkeit im Deutschen das mit J und U zu machen. Die gängige Transliteration wäre hier mit Y und U, aber
mit Ü fand ich so ein bisschen seltsam, sodass ich glaube, wenn jemand den Namen einfach überhaupt nicht kennt, ihn dann komisch ausspricht. Also Katyusha klingt, finde ich, ein bisschen seltsam. Aber das ist jetzt wirklich eine ganz winzige Sache, denn der Rest hat mir super gefallen. Ich fand das wahnsinnig interessant, wie die Autorin hier wirklich mit Geschlecht und Identität spielt. Und das ist so der Hauptteil in diesem Buch. Es beginnt, und hier haben wir vielleicht ein Thema der Liste des Deutschen Buchpreises, denn bereits in Flugschnee, das letzte Buch, das ich von der Longlist las, da ging es darum, dass ein Bruder verschwand. Und auch hier steigen wir in die Geschichte damit ein, dass Alissas, Alis Bruder Anton verschwand. Und das letzte Lebenszeichen kam aus Istanbul, eine Postkarte, sodass sich Alissa dann dazu entschließt, nach Istanbul zu reisen und dort ihren Bruder zu suchen. Sie kommt dort bei einem Onkel eines Freundes unter, der ja ein ganz netter, älterer Mann ist, der seine Wohnung nicht verlässt, da er nicht damit klarkommt oder nicht einverstanden ist damit, was in Istanbul passiert, was da vor seiner Wohnung, wie die moderne Welt so läuft. Der ist schon ziemlich alt und ist ein ganz besonderer Charakter. Und sie kommt dort unter und versumpft dann ein bisschen dort. Sie hat einige Liebesbeziehungen dann, aber so richtig im Gang kommt es nicht, dass sie nach ihrem Bruder aktiv sucht. Sie meint immer mal, ihn irgendwo gesehen zu haben, aber auch nicht. Meistens ist es dann eine Spiegelung und sie verwechselt sich selbst mit ihrem Bruder. Und das fand ich sehr interessant gemacht. Mehr möchte ich jetzt dazu zu dieser Bruder-Vermisst-Sache gar nicht sagen. Es gibt auch einige Rückblicke darauf, wie Alissa und ihre Familie von Russland nach Deutschland kamen. Sie wurden in Wolgograd geboren und sind dann nach Moskau gekommen und von Moskau dann in den 90er Jahren nach Deutschland und haben dann dort zuerst in einem Heim gewohnt mit ganz vielen anderen Migranten aus Russland. Es ist eine jüdische Familie und wir haben dann auch noch weitere Rückblicke, denn insgesamt geht es hier um 4 Generationen. Es geht darum, wie sich die Menschen kennengelernt haben, wie sich die Eltern und Großeltern und Urgroßeltern gefunden haben, wie deren Beziehungen laufen. Und hier sehen wir ganz unterschiedliche Liebesbeziehungen und einfach das menschliche Miteinander. Und ich fand, das hat die Autorin ganz wundervoll, ja, eingefangen. Alles verschwimmt hier ein bisschen. Es gibt keine klaren Grenzen, auch nicht zwischen Autor und Buch, wie ich fand, denn die Autorin wurde ebenfalls in Wolgograd geboren, kam nach Moskau in den 90er Jahren, dann nach Deutschland. Ali oder Alissa in dem Buch hat ganz lockige Haare, auch die Autorin hat lockige Haare. Sie spielt ganz oft mit der russischen Ich-Identität, mit Ja. Und die Autorin ist die Leiterin des Studios Ja in Berlin, einer Theatergruppe. Und so fließt alles ineinander, ebenso wie Alis Identität für den Leser bis zum Ende und auch darüber hinaus einfach unklar bleibt. Man weiß nicht wirklich, was man ihr glauben kann, was vielleicht wahr ist. Und es ist einfach ein ganz, ganz hervorragendes Buch. Es ist wunderschön geschrieben. Hatte für mich mit dem Russischen auch noch was ganz Spezielles, noch ein Extra dazu bekommen. Und ja, also ich kann euch das Buch wärmstens nur empfehlen. ich finde es Wahnsinn, wie in diesem Roman oder Prosa-Debüt, denn sie hat vorher schon einige Theaterstücke geschrieben, aber wie hier Sascha Mariana Salzmann so viel reinpacken konnte, so viel an dem, was Menschen bewegt und was aktuell ist. Es kommen politische Debatten auch noch mit drin vor, aber nur am Rande. Es wird zum Beispiel auch als Kulisse Istanbul 2013 gewählt, als dort wirklich Aufstände dann losgingen. Und ja, also es ist wirklich wahnsinnig viel hier drin verpackt und mir hat das Lesen so viel Freude gemacht. Ein ganz, ganz tolles Buch.
Und damit möchte ich mich bei euch jetzt verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Rezension ein wenig gefallen und ich konnte euer Interesse an dem Buch oder auch an der Longlist oder nun der Shortlist des Deutschen Buchpreises ein wenig wecken. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Ich hoffe, ihr lest auch etwas ganz Tolles. Und wir sehen uns dann einfach hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder. Tschüss!